Das hört sich nicht gut an. Damit wir schieben, ja? Die Variante. Wir schieben. Wir schieben. Okay. Ja! So! Notwendig. Ich hoffe, ihr habt alles drauf. Ich glaube, wir haben alles drauf. Super. Oder? Sensationell. Okay, sorry. Dann los geht's, kein Problem. Willkommen bei Mobil in Deutschland. Vielen Dank, gerne bin ich da. Unserem kleinen Automobilclub und schön, dass wir Sie abholen durften und Sie auch noch so sensationelle Pannenhilfe gerade geleistet haben. Ja, habe ich gerne gemacht. Wir sagen, oder eines unserer Motto ist immer, Konjunktur braucht Infrastruktur. Sehen Sie das auch so? Ja, natürlich. Unsere Infrastruktur dürfen wir nicht länger auf Verschleiß fahren, wie wir es tun. Die Autofahrer zahlen ohnehin ja enorm viele Steuern und Abgaben, die nicht genutzt werden, um die Infrastruktur zu erhalten. Dafür war die Mineralölsteuer mal gedacht. Für mich kommt ein zweiter Punkt noch hinzu. Nichts ist so unsinnig, wie Zeit im Stau zu verbringen. Das ist verschwendete Lebenszeit und übrigens ist auch nicht ökologisch sinnvoll. Also statt immer neue Standards zu definieren, Euro 6 jetzt, wie sinnvoll wäre es, wir würden reduzieren, dass so viel Kraftstoff in Staus verschwendet wird. Ja. Da wäre der ökologische Effekt, da wäre die Hebelwirkung überlegen. Uns fällt auf, so Großprojekte beispielsweise wie Berliner Flughafen, Stuttgart 21 oder auch dritte Startbahn am Münchner Flughafen jetzt. Nur noch Chaos die ganze Zeit, nichts geht voran. Können wir Deutschen keine Infrastruktur mehr? Da sind zwei Dinge für mich problematisch, die man ansprechen muss. Das erste ist das Projektmanagement. Also am BER, das ist eine Peinlichkeit, das strahlt auch auf die ganze Welt aus. Wenn man einen internationalen Flughafen nicht in Gang setzen kann. Ich glaube, da zeigt sich, dass die Politik eben kein guter Bauherr ist. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Besser wäre es gewesen, man hätte gesagt, wir wollen da einen Flughafen, wir erteilen eine Betriebsgenehmigung, wir haben dort folgende Auflagen, wo ist ein privater Investor? Und der zweite Punkt ist, in Deutschland haben wir auch zu wenig Ehrgeiz zu Großvorhaben, weil es sehr schnell bei uns Mehrheiten dagegen gibt. Also ganz schnell gibt es Bürgerinitiativen, ganz schnell gibt es Medien, die Großprojekte torpedieren. Und das finde ich interessant. In der Schweiz wird gefeiert, wenn ein neuer Tunnel eingeweiht wird. Bei uns wird demonstriert, wenn der erste Spatenstich erfolgt. Und das ist ein Problem, ein Mentalitätsproblem. Wir positionieren uns da ganz klar. Wir wollen eben nicht, was die Grünen oder die Linken beispielsweise fordern und Teile der SPD, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, so die letzte Freiheit der Autofahrer soll nicht fallen. Was halten Sie davon? Es geht da um Verkehrssicherheit und an den Stellen, wo es Unfallbrennpunkte und Gefahrenstellen gibt, ist doch klar, dass das Tempo limitiert wird. Ja. Aber umgekehrt muss genauso gelten, an den Stellen, wo kein Unfallbrennpunkt ist, wo es keine Gefahrenstelle ist, da können wir das auch in die Verantwortung der Autofahrerinnen und Autofahrer geben. Wir haben eine sehr beachtliche Entwicklung bei schweren Verkehrsunfällen. Die Autos sind sicherer, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Und das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Ja. Ich halte es da ganz klassisch als Liberaler mit Montesquieu. Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Noch so ein Thema, wir schaffen das. Wir schaffen 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020, im Jahr 2010 groß versprochen. Wir haben heute 38.000 zugelassene Elektrofahrzeuge in Deutschland, obwohl wir 4.000 Euro Prämie mittlerweile haben. Das ist doch nicht zu schaffen. Nein, es ist nicht zu schaffen. Zum einen bin ich verhalten, was die reine Fixierung auf E-Mobilität angeht. Das ist das politische Lieblingskind. Aber vielleicht gibt es auch, oder ganz sicher, gibt es auch andere alternative Antriebsarten. Da müssen wir technologieoffen bleiben. Wir haben eine neue Gefahr auf der Deutschlands Straßen, nämlich die Ablenkung durch das Smartphone während der Fahrt, das Handy eben in der Hand zu halten. Beobachten Sie das auch manchmal? Oft? Ja, sicher ist das ein großes, wachsendes Problem. Die Deutschen haben zwei liebste Kinder, das Auto sowieso. Und das Smartphone. Aber das Smartphone mittlerweile auch. Ja. Und idealerweise werden sie natürlich getrennt voneinander genutzt. Ja. Aber wir haben auch schon gefragt, 80% Hand aufs Herz sagen uns, sie nutzen ihr Smartphone während der Fahrt am Steuer. Was können Sie sich vorstellen, was man für Ansätze fahren könnte? Ja, also das ist gesagt, ich muss jeder Einzelne natürlich beachten, das ist zunächst mal untersagt. Punkt. Richtig. Also da kann es auch dann keine politische Maßnahme geben. Headset,
Diktieren von SMS, Vorlesen von SMS, das geht ja alles. Muss man das nutzen? Muss nicht selber hier eintippen während der Fahrt oder im Internet schauen. Also ich hoffe da auf technischen Fortschritt und Einsicht bei den Leuten. Heiko Maas, die Idee unseres Bundesjustizministers, der Lappen weg für jede Kleinigkeit. Nein, geht nicht. Unverhältnismäßig. Da schränkt man die Leute ein in der Mobilität. Also es muss verhältnismäßig bleiben. Und das Strafmaß ist enorm hoch, kann einen Pendler treffen, kann Existenzen zerstören. Der Gabriel hat noch einen draufgelegt dann mit der Flexisteuer nach dem Motto, ja. Benzinpreise sollen nie wieder niedrig sein. Ja. Wenn sie mal niedrig wären, weil der Ölpreis niedrig ist, dann soll bitte der Staat sich so viel holen, dass er einfach auf dem Level bleibt. Wollen die unbedingt jede Wahl verlieren oder was bestreben die? Die Autofahrer haben offensichtlich keine Lobby mehr in Deutschland. Ja. Ja, interessiert keinen mehr, was die sagen. Man macht es teuer, man kümmert sich nicht um die Straßen. Da hat sich leider etwas verändert. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, dass die individuelle Mobilität so gering geschätzt wird. Wenn Sie 2017 mitregieren, was wäre ein verkehrspolitischer Schwerpunkt? Natürlich der Infrastrukturausbau, Infrastrukturmodernisierung. Autonomes Fahren ist auch für die deutsche Automobilwirtschaft ein ganz wichtiges Thema, da kann die Politik unterstützen. Also Infrastruktur, Ausbau, Modernisierung, Digitalisierung, das wäre ein Schwerpunkt. Und was würden Sie auf jeden Fall komplett anders machen als die Regierung heute? Alles, was das Leben verteuert. Käfer oder Beetle? Käfer. Also das erste eigene Auto war ein? BMW 318 IS, Baureihe E30. Wenn man jetzt ein Wunschauto konfigurieren könnte? Es wäre vermutlich, brauchen wir gar nicht viel konfigurieren, es wäre vermutlich ein Porsche 911 RS 2,7 von 1972, 73. Wenn Sie jetzt an Ihre Wähler, Autofahrer ein Wort richten möchten, dann dürfen Sie das jetzt gerne tun. Oh, dann würde ich an die Leute ein Wort richten, nämlich, dass sie sich nicht klein machen lassen dürfen. Das ist etwas, was ich in der Politik sehr stark beobachte. Wir werden bespitzelt, wir werden bevormundet, wir werden abkassiert, wir werden bürokratisiert, wir werden klein gemacht, weil die Politik nichts tut gegen wirtschaftliche Machtballung, Stichwort Google, sondern eher noch mehr Macht in einzelne Hände gibt, Stichwort Kaisers Tengelmann und Edeka. Und all das, was Menschen groß macht, nämlich Zutrauen, Bürokratieabbau, bessere Bildung, das kommt zu kurz. Und mein Wort ist, wählen Sie so, dass Sie wieder groß gemacht werden als Bürger und lassen Sie sich nicht klein machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sensationelle Interview. Unser erstes Interview im Käfer mit Christian Lindner, dem FDP-Chef. Danke für die Fahrt zum Bahnhof.